Ja, das ist obviously, was wir damit zu tun haben, ne? Aber... Wow. How? Wie? What? Ah, auslösen. Okay, Klappe. Auslösen. Komm, tu es. Ah, haha, ja. Alrighty. Wenn wir die Gewichte jetzt da drauf fallen lassen, ist er mit Sicherheit komplett im Arsch. Und kriegen wir jetzt was daraus? Okay. Ah, kann ich an den Ententeich? Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Lautstärke! Magnetangel. Okay, warte mal, wir lösen nochmal aus. Gucken, ob das noch irgendwas tut. Mit diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Ah, okay, ist vorbei. Ich fand meine improvisierte Angel deutlich lässiger. Das glaube ich. Damit können wir jetzt auf jeden Fall den Schlüssel holen, ne? Ja. Oder? Na, dann wollen wir mal. Hilfe! Nice. Es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cooler. Meinst du? Na gut, Schlüssel für Tür. So. Bremse, Kleingeld mitnehme. Tür und die Bremse, okay. Ja, natürlich. Nicht gerade eine Punktlandung, aber was soll's. Können wir da ran? Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Stern am Morgenhimmel. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du es bequem da oben? McCornickle. Dafür, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Argument. Du musst loslassen. Ich kann nicht. Doch, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lass mir was einfallen. Lass endlich los. Nein! Lass endlich los! Nein! Gut, wie komme ich denn an den Stern hier ran? Wie hole ich den Stern vom Himmel? Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Okay, nicht so einfach. Ha! Na gut, zurück. Können wir noch was machen? Wir können die Bremse wieder lösen, ne? Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Okay. Ah, Kaugummi-Kleingeld, Kaugummi-Automat, okay. Hey, da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Mist. Diesmal krieg ich den Ring. So, ein Scheibenkleister. Komm schon, Ringu. Komm, 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 komm. Ringu. Na. Das gibt's doch nicht. Wie viel Kleingeld habe ich noch? Eine Münze. Ja, passt ja dann. Jetzt hab ich dich. M-
Auf jeden Fall war das ja klar. Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au, au. Ja, das funzt nicht. Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Okay, aber zuerst besorge ich mir noch die Kaugummis, oder? Ah, drei Kaugummis. Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich erstanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin. Hey, Kerl. Okay, zum Eingang. Da ist der. Sehr okay. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Schau mal, der Mehr-Platz-für-Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Aha! Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Okay, warte mal. Kann ich ihm jetzt den Kopf wenigstens polieren? Oh ja. Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Der kommt mir aber sehr extravagant vor. Aber er will ihn nicht. Aber das ist definitiv schon mal richtig. Wir gehen nochmal zu den anderen zurück. Reden wir mit denen. Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Okay. Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Okay. Haben wir das Magazin noch? Weil die haben alle Hüte an. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Meine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier. Nimm, ich brauche sie nicht mehr. Ah, 10 Jahre alt, Moment. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das okay. War auch noch hip. Okay. Dann gebe ich ihm jetzt dieses Retro Magazine. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je. Das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Na, das haben wir ja schon geregelt, Junge. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu? Her damit. Totschick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Im Hellsehen. Schau mal, der Mehr-Platz-für-Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Ein Glück. Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Ah. Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe.
Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Eben nicht. Dann wirst du eines machen müssen. Da vorne gibt es einen Fotoapparat. Dieser Tipp war gratis. Und? Hast du mittlerweile ein Foto gemacht? Ein Foto? Ja, du wolltest mir ein Foto von dir und deiner Freundin zeigen. Ach ja. Der Vorhersage. Ah, ja. Eben nicht. Dann wirst du eines machen müssen. Da vorne gibt es einen Fotoapparat. Dieser Tipp war gratis. Okay, danke. Dann Fotoapparat. So. Die Hand war der Selbstauslöser, ne? Irgendwie. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein berühmtes Sonntagsgesicht. Okay. Ah, Gelenkstange, so. Da. Der Steckplatz. Können wir hier das Drosselglied einbauen? Oder brauchen wir die Sicherung dafür? Funktioniert das? Okay, das funktioniert. Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Meinst du? Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokolade. Okay, dann fragen wir mal Goal, ob sie jetzt mitkommt zum Foto machen. Na komm schon, lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben, hm? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Ach, für mich langsam auch. Okay, die will nicht. Ha. Haha? Oder so. Und? Hast du mittlerweile ein Foto gemacht? Ein Foto? Ja, du wolltest mir ein Foto von dir und deiner Freundin zeigen. Wegen der Vorhersage. Eben nicht. Dann wirst du eines machen müssen. Da vorne gibt es einen Fotoapparat. Dieser Tipp war gratis. Na danke dir, war doch was. Ein merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Haha, wer sagt's denn? Wie Weingummi im Nasenloch. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Bowlingkugel gestopft, das sieht aus wie ein Kopf, ja. Wir brauchen jetzt aber irgendwie noch mehr, damit das aussieht wie Goal. Sieht fast aus wie ein Gesicht, aber also, leider nur fast. Make-up. Ah. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. ja. Sag mal Cheese. Cheese. Irgendwas fehlt offenbar noch. Aber was? Turban. Hm. Okay, gut. Vergessen wir dies. Dann haben wir den da drauf. Jawohl. Sag Cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Alles klar. Gut. Wenn du sagst, dass das funktioniert, dann tun wir das. Sag Cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Okay. Wow. Kann man da jetzt... Die Kamera liebt mich. Sie kann es nur nicht immer zeigen. Wie komme ich jetzt an... Ah, das Foto ist da. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Okay, machen wir halt noch ein Foto. Holy shit. Okay.